Ein freundliches Hallo aus der schroffen Kluft. The last words. Machen wir weiter mit Eugen. Stell dir vor, der ist mit Vornamen Eugen. Weitergaben die Hauptepochen des Erkennens, dem Denken, selbst eine verschiedene Färbung. Die Höhe des Altertums verficht ein gestaltendes, das Christentum ein persönliches, die Neuzeit ein schaffendes Denken. So gewiss ein gemeinsames Denken diese einzelnen Arten umspannt, so besteht nirgends ein farbloses Denken. Jedem schaffenden Geist ist ein charakteristisches Denken zuzuerkennen. Diese charakteristische Art gilt es durchgängig deutlich herauszuarbeiten. Bloß ein schulmäßiges Denken hat keinen Anteil an dieser schöpferischen Entwicklung. Im Fortlauf der modernen Bewegung hat das Erkenntnisproblem seinen bedeutendsten Ausdruck bei Kant und bei Hegel gefunden. Mit diesen beiden Denkern muss jedes weitere Streben sich auseinandersetzen. Doch schied sich von der empirischen Betrachtung eine transzendentale und gab der Wirklichkeit mehr Tiefe, mehr Zusammenhang, mehr Belebung. Das Weltbild aber wird in allen seinen Teilen aufs Gründlichste umgewandelt, wenn alles, was es an Verbindung aufweist, nicht auf die Dinge selbst, sondern auf den Menschen kommt, so wird die Wirklichkeit vom Objekt zum Subjekt verschoben. Über alle Bedenken und Zweifel aber hebt die Tatsache einer weiterbildenden Tätigkeit im Reich der Moral. Damit erst erreicht das Wahrheitsstreben einen festen Abschluss. Damit erst wird es volle Wahrheit. Auch Hegel hat eine selbstständige Tätigkeit weltschaffender Art aufgedeckt und damit eine innere Verbindung des Menschen mit der Wirklichkeit gewonnen. Aber hier besteht jene Tätigkeit im Denken selbst, in einem Denken, das sich sowohl über die bloße Vorstellung als über alle menschlichen Zwecke zu souveräner Stellung emporhebt, das in sich selbst ein Gesetz und eine Kraft fortschreitender Bewegung trägt und das dadurch alles Dasein in ein Gedankenreich verwandelt. So gefasst steht das Denken nicht neben den Dingen, sondern erzeugt es die Dinge, die in ihm ihr eigenes Wesen und ihre Vollwahrheit finden. Wie bei Kant, so bildet auch Hegel die Freiheit den höchsten Wert. Aber die Freiheit ist hier aus dem Moralischen ins Intellektuelle, aus der Gesinnung in die Kraft verlegt. Da damit die Freiheit aus dem Persönlichen ins Unpersönliche fällt, so entsteht ein intellektuelles Kraftsystem, das den Gipfel des modernen Intellektualismus bildet. So erwächst ein grundverschiedenes Bild der Wirklichkeit und zugleich des Erkennens, aber der Gegensatz verbleibt innerhalb einer gemeinsamen Art. Beide Denker suchen und entwickeln ein Leben, das über den bloßen Menschen hinaushebt, das sich als einen völligen Selbstzweck gibt und durch eigene Kraft bewegt, das ein Reich der Innerlichkeit als eine Tatwelt dem Dasein entgegensetzt. Hier ist die Kluft zwischen dem Menschen und der Welt überwunden und damit der Mensch einer Wahrheit teilhaftig geworden. Dass diese Lösungen des Hauptproblems nicht zufällige Versuche, sondern die einzigen Hauptmöglichkeiten sind, das Bestehende, der Hintergrund, den ihnen das gemeinsame Leben der Menschheit gibt, sie bilden nämlich die Höhepunkte der beiden Hauptrichtungen dieses Lebens. Beide Richtungen wollen den Menschen über die bloße Natur erheben. Aber die eine sucht das auf dem Wege der Umwandlung der Gesinnung, in der Bildung einer Innenwelt des Gemütes und des Glaubens. Diese Bewegung behandelt als ihren Grundbegriff die moralische Persönlichkeit. Sie verkörpert sich in den Religionen und den moralischen Ordnungen des Lebens. Ihre philosophische Höhe bildet Kant. Hinter der hegelischen Gedankenwelt steht dagegen die unpersönliche Gestaltung der Wirklichkeit, steht die Kulturbewegung mit ihrem Streben nach einer Unterwerfung und Beherrschung der Wirklichkeit durch geistige, insbesondere durch intellektuelle Kraft. So erkennen wir deutlich hier die beiden Hauptpole des Lebens und Schaffens. So wird hier dem Wahrheitsstreben mit seinem Verbinden des menschlichen Lebens mit den tiefsten Grundlagen der Wirklichkeit eine deutliche Richtung gewiesen. Der Hauptkampf entbrennt hier bei der Frage, was den Schwerpunkt des Lebens bildet. Das völlige Auseinandergehen jeder beiden Denker zeigt, dass hier ein schroffer Zwiespalt bis in den Grund des Lebens zurückreicht. Es zeigt auch dieses, dass zwischen Moral und Kultur ein oft sehr gespanntes Verhältnis besteht.
Die Kraft und das Selbstgefühl, welche die Kultur erzeugt, erscheinen der Moral leicht als eine ungebührliche Überspannung menschlicher Kraft. Die von der Moral aber besonders gepflegte Gesinnung erscheint der Kulturarbeit leicht als matt und schwach, ja, als eine Hemmung unbegrenzten Lebens. So läuft in der modernen Wendung, wie das Ganze des Lebens, so auch das Wahrheitsstreben in einem unversöhnlichen Gegensatz aus. Aufs Dringendste bedürfen wir einer überlegenen Lebenseinheit, welche dem Zwiespalt vom Handeln und Denken, von persönlichem und unpersönlichem Leben entgegenwirkt. Wenn uns das Wahrheitsstreben in Unsicherheit geraten ist, so trägt die Hauptschuld daran, dass uns das ganze Leben auseinanderzufallen droht. Uns muss es an dieser Stelle genügen, das Hauptproblem zu bezeichnen. Ob seine Lösung der modernen Menschheit in leidlicher Weise gelingen kann und wird, das entscheidet sowohl über den Sinn unseres Lebens als über die Möglichkeit eines vollen Wahrheitsstrebens. Eines Wahrheitsstrebens, das sich nicht mit einzelnen Teilen begnügt, sondern das die Menschheit als Ganzes zu einem mutigen Vordringen aufruft. Ruht so das Streben nach Wahrheit auf einem Verlangen nach Einheit und Wesenhaftigkeit des Lebens, so lässt es sich unmöglich aller kräftigen Affekte entkleiden und in eine Sache gelassener Betrachtung und affektloser Resignation verwandeln. Denn jene Fassung lässt deutlich erkennen, dass in ihr als bewegende Kraft der Trieb der geistigen Selbsterhaltung wirkt. Ohne seine elementare Kraft würde es nun und nimmer gelingen, den Druck der vorhandenen Welt zu überwinden und ihr gegenüber eine neue Welt der Selbstständigkeit aufzubauen. Nur insofern hat auch die Resignation ein Recht als jene geistige Selbsterhaltung, wie sie von der natürlichen Grundverschiedenheit ist, so auch viel Verneinung und Entsagung verlangt. Aber diese Verneinung muss die Kehrseite einer Bejahung sein, wenn sie nicht matt und unfruchtbar bleiben soll. Leicht wäre zu zeigen, dass es auch bei Spinoza an einem positiven und freudigen Lebensaffekte in der Tiefe des Wesens keineswegs fehlt. Steht es aber so, dann fällt die unversöhnliche Feindschaft zwischen Wahrheit und Glück. Dann wird das Wahrheitsstreben zur Läuterung und Veredelung des Glücksverlangens, nicht zu einer Unterdrückung. Wirken, dann wird es ihm helfen können, die Verwicklungen zu überwinden, denen es zu unterliegen droht. Kapitel 5: Das menschliche Handeln, das Glücksproblem. Mit dem Glücksproblem sich zu befassen, hat unsere Zeit besonders dringenden Anlass. Denn sie zeigt einen merkwürdigen Kontrast zwischen der Größe der Leistungen der Zeit und der Unsicherheit ihres Glücksgefühles. In erfolgreicher Kulturarbeit übertreffen wir alle anderen Zeiten. Wie weit sind wir voran in der Zerlegung der Natur, der Bewältigung und Benutzung ihrer Kräfte, der humanen Gestaltung des menschlichen Zusammenseins? Aber es lässt sich nicht leugnen, dass alle diese Leistungen uns nicht zu einem frohen und sicheren Lebensgefühle verhelfen, dass eine pessimistische Stimmung eine große Verbreitung gefunden hat und noch immer weiter um sich greift. Wie kommt es, dass bei uns sich Arbeit und Glück nicht zusammenfinden? Wenn solcher Zwiespalt uns zwingt, das Wesen und die Bedingungen des Glücks zu erwägen, so begegnet uns sofort ein schweres Bedenken. Darf der Mensch überhaupt das Glück zum Ziel seines Strebens machen? Bekundet er nicht eine Enge und Kleinheit der Gesinnung, alles Streben vornehmlich darauf zu richten, was es an Glück gewährt? Auch die Erfahrung scheint deutlich zu zeigen, dass nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker und Religionen auf Glück zu verzichten vermochten. Auch Denker allerersten Ranges haben eine Erhebung über das Glücksstreben gefordert. Aber sehen wir genauer zu, so finden wir den Kampf weniger gegen das Glück überhaupt als gegen niedere Fassungen des Glücks gerichtet. Auch in dem, wodurch man es zu ersetzen glaubte, ist schließlich immer wieder ein Verlangen nach Glück zu erkennen. Man wollte etwas anderes als die Mehrzahl, immer aber hielt man von dem vorgefundenen Stande des Lebens einen anderen als einen höheren, einen besseren entgegen und suchte dafür, die Gesinnung und die Kraft des Menschen zu gewinnen. Ist das nicht ein Verlangen nach Glück? So strebt nach Glück auch der indische Weise, wenn er das Leben möglichst verneinen, es in den Stand einer völligen Ruhe, ja Gleichgültigkeit versetzen möchte. Denn es scheint ihm dann das Aufgehen in das All oder gar die völlige Vernichtung ein besserer Zustand zu sein als das vorgefundene Leben mit seinen Mühen und Sorgen, seinen Aufregungen und Enttäuschungen.
Auch braucht das Glücksstreben sich keineswegs an die Enge und Dürftigkeit des natürlichen Ich zu binden. Vielmehr kann es gerade dies erstreben, ein neues, reineres, edleres Wesen zu erreichen, ein Leben, das von jenem Ich abgelöst und doch ein tätiges und kräftiges bleibt. So ist es für heute.